Sorgenfalten bei Alexander Pietkiewicz. Der weiß natürlich auch ganz genau, was da passiert ist im Auftakt 1. Samsonow hat den einkalkulierten Punkt aus weißrussischer Sicht nicht gemacht. Und jetzt steht Abwehrspieler Jewgeni Schetinin vor der nahezu unlösbaren Aufgabe gegen den Weltranglistenzweiten Timo Boll. Der ist nicht nur Nummer 2 der Welt und die Nummer 1 in Europa, sondern ein ausgewiesener Abwehrspezialist. Der kürzlich zum allerersten Mal gegen den besten Abwehrspieler der Welt, gegen den Südkoreaner Yoo Se-yuk verloren, den aber schon fast 10-mal besiegt. Und Sie können zu Beginn jetzt schon gut beobachten, wenn Sie Schetinin gestern haben spielen sehen im Halbfinale gegen Tschechien. Boll versucht häufig mit der Vorhand zu schießen. Hier kommt er mit dem Topspin durch. Als Kommentatorin des tschechischen Fernsehens die ehemaligen Weltklasse-Spieler Milan Orlovský und Jindřich Panský bei dieser EM für das tschechische Fernsehen im Einsatz. Beide spielen ja nach wie vor immer noch in der zweiten Bundesliga Süd in Mühlhausen. Und das in doch recht fortgeschrittenem Tischtennisalter. Im Moment kommt er mit Topspins durch, im Moment braucht es den Vorhandschuss nicht. Keine Sicherheit in dieser Anfangsphase beim 40-jährigen Weißrussen. Zweimal hatten die beiden zuvor gegeneinander gespielt. Zweimal hieß der Sieger Timo Boll. Beides ganz glatte Siege. Und Schetinin war es ja gewesen, der 2003 im EM-Finale Deutschland den fetten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war die erste und bisher einzige Teamgoldmedaille für Weißrussland. Da landete Schetinin den Überraschungssieg gegen Abwehrkiller Jörg Roskopf. Da sehen Sie es erneut. Zweimal der Voranschuss und beim zweiten Mal ist Schetinin dann nicht mehr in der Lage, den so zu parieren. Und seine Angriffsbemühungen, die seltenen, sind dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Hat sich dann ein Stück weit verbessert, das sah vor ein paar Jahren noch deutlich unbeholfener aus bei Schetinin. Ist halt wirklich ein klassischer Abwehrspieler der alten Prägung, der mehr oder weniger nur defensiv agiert. Und der überhaupt keine Mittel findet in diesem ersten Satz gegen Timo Boll. 6 Satzbälle jetzt für den Deutschen. Und der schnelle Vorhandtopspin hinterher beschert Boll ein lockeres 11:4 im ersten Satz gegen Jewgeni Schetinin. Es läuft also alles nach Plan für Deutschlands Nummer 1 gegen Weißrusslands Nummer 2. Das Herrenfinale von Ostrava, kurze Pause, gleich geht's weiter im Duell Abwehr gegen Angriff. Und da sind wir schon im zweiten Satz bei Timo Boll und Jewgeni Schetinin. Schauen, ob das so leicht weitergeht für den 29-jährigen Deutschen.
Ja, da geht's mal schief, weil das war nicht Fisch, nicht Fleisch, also weder ein lupenreiner Topspin noch ein Schuss. So ein Mittelding. Konnte sich Boll nicht so richtig entscheiden. Ja, da fiel die Entscheidung natürlich leichter, weil die Bälle einfach zu hoch. Solche Chancen lässt sich Timo Boll nicht entgehen. Da ist unglaublich viel Unterschnitt in den Bällen von Jewgeni Schetinin. Der Dreier von Weißrussland, egal wer da jetzt gespielt hat bei diesem Turnier, hat noch kein einziges Match gewonnen. Also er, Schetinin, war immer derjenige, der dann den dritten Punkt beigesteuert hat, neben den beiden Samsonov einzeln. Weißrusslands Frauen, die Pavlovic-Zwillinge unter anderem im Publikum, haben Bronze geholt. Schetinin hat ja lange auch in der Bundesliga gespielt, zuletzt in Würzburg, mittlerweile in der russischen Liga aktiv, die ja immer stärker wird. Und für Boll scheint das hier genauso locker weiterzugehen wie im ersten Durchgang. Wenn Deutschland dieses vierte Mannschaftsgold in Folge holt, dann zieht Timo Boll ja mit Jan-Uwe Waldner gleich, holt seinen 11. Europameisterschaftstitel. Und danach hätte er noch die Chance, Waldner sogar zu überflügeln, denn er ist auch im Doppel mit Süß und im Einzel zumindest der Co-Favorit. Im Doppel ganz klar, im Einzel sah man bislang Samsonov auf Augenhöhe, aber vielleicht ist da noch ein Dritter, den wir da gerade eingeblendet sehen. Christian Süß ist in der Hälfte von Timo Boll. Christian Süß hat Timo Boll in diesem Jahr besiegt im Finale der deutschen Meisterschaften. Und so wie der heute gegen Samsonov gespielt hat, kann ich mir kaum vorstellen, dass das ein Spaziergang würde für Timo. Ein Spaziergang scheint es aber weiterhin zu sein gegen Schetinin, 1-0-8-3. Wobei Süß natürlich erstmal so weit kommen muss im Einzelwettbewerb. Natürlich nicht die Stabilität eines Timo Boll. Und es gibt immer mal wieder auch Ausreißer nach unten bei Christian Süß. Hat er hier schon ein Wahnsinnsmatch aus dem Feuer gerissen in der Vorrunde gegen Schweden nach 0-2. Rückstand gegen Jens Lundqvist. Und Timo Boll zieht und zieht und schießt und schießt und siegt und siegt. Im Moment hat man das Gefühl, die beiden könnten noch 30 Sätze spielen. Und Schetinin kann keinen einzigen gewinnen. Locker leicht und luftig nach 11-4, jetzt sogar 11-3 für Timo Boll. Jewgeni Schetinin kann eigentlich nur hoffen, dass der Deutsche ein Stück weit jetzt mit der Konzentration nachlässt, weil das ist natürlich das A und O, ganz besonders gegen Abwehrspieler. Und das ist vielleicht die kleine Chance, die sich der Weißrusse ausrechnen kann, nachdem Boll die ersten beiden Durchgänge ja nicht nur gewonnen, sondern wirklich ganz, ganz klar beherrscht hat.
Auf geht's also jetzt in den dritten Durchgang. Letzte Chance für Jewgeni Schetini. Ja, da wird ihm wieder zum Verhängnis, dass er unter den Abwehrspielern, die sich da so überhaupt in den Top 100 der Welt tummeln, da sind ja nur einige wenige, mit Abstand der schlechteste Angreifer ist.